Und dann Scheiße, Doc. Und jetzt der Übermove. Das war so der Hollywood. Alter. Und willkommen bei Team Smolik, mal wieder in der Zockerhöhle hier mit meinem Bro, Real Life Bro, sag ich mal, an meiner Seite, Sebastian. Folgt ihr auf Instagram, folgt mir auf Instagram, ganz, ganz wichtig, ist uns ganz wichtig, das, ja, macht's einfach bitte, ja. Auf jeden Fall, wir haben schon einen Teil davon gedreht, Born to Kill 1, jetzt ist der zweite Teil am Start. Wer nicht weiß, von was ich spreche, oben in der Infobox ist es verlinkt oder auch unten, zieht euch den ersten Teil rein. Wir haben als Kinder viele Kampfszenen gedreht zusammen, viele Filme produziert, haben gedacht, wir kommen, schaffen es vielleicht nach Hollywood, aber natürlich auch, weil es Spaß gemacht hat einfach, andere waren am Kiffen, am Saufen, wir haben einfach sowas gemacht und das haben wir jetzt wieder ausgegraben, weil ich gedacht habe, ey, das gab es so noch nie, es war noch nie veröffentlicht, wobei der Teil schon, den gab es schon auf MyVideo. MyVideo ist ja mittlerweile eine Filmplattform, kennt ihr ja vielleicht sogar oder auch nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall, aber ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt es noch nicht gesehen und das wollten wir euch nicht vorenthalten. Entschuldigt die Qualität, entschuldigt das Drehbuch, es sind einfach willkürlich irgendwelche Kampfszenen, aber ich finde, wir haben das gar nicht so schlecht gemacht und wir gucken. Ich glaube, der zweite Teil ist besser als der erste. Das bin ich jetzt mal gespannt. Also ich habe den zweiten Teil tatsächlich auch gar nicht mehr gesehen. Im ersten Teil war ich so ein bisschen schockiert von der Qualität und so, aber die Moves waren da. Wir gehen jetzt mal rein, wie gesagt, entschuldigt uns da einfach bitte, aber wir lassen euch dran teilhaben, ja? Ja, aber die Qualität, wie gesagt. Nochmal, genau, Qualität und Sound ist auch außen, nur dass ihr euch nicht wundert, wegen GEMA. Ja, wir haben es mit Musik hinterlegt, aber ich will da nicht. Ja, wir wollen da keine Probleme. Ja, okay. Auf geht's. Also, fangen wir an. So, und jetzt werden gleich wieder die Charaktere, glaube ich, vorgestellt. Werden die vorgestellt? Ja, normal schon. Ja. Also die Charaktere sind wahrscheinlich wieder drei Stück oder so. Ja, ja, aber wieder. Du, ich und Harry. Ja. Der war auch ein Kumpel von uns. Raven. Der Raven wird. Aber schon ein geiler Move, muss man sagen. Ja. Raven Slay. Wie heißt ich diesmal? Ah, diesmal schon Tai. Damals Tien, jetzt heißt er Tai. Im ersten Teil hieß er noch Tien. Mittlerweile Tai, ja. Und dann kam Tai jetzt Tyron, ja. Ja, auch wieder Stress ohne Grund. Runtergejumpt, abgerollt erstmal. Also grundsätzlich hat das hier keine Story, aber. Aber das fand ich gar nicht schlecht. Es hat natürlich gar keinen Zusammenhang hier. Es sind einfach willkürliche. Ja, da taucht wieder der nächste Typ auf. Willkürliche Fight-Szenen. Weil ich die schon echt noch besser finde als beim ersten Teil. Ich meine, jetzt ist natürlich jetzt keine. Ja, manche Sachen sind so ein bisschen. Man sieht natürlich, dass es gespielt ist, aber ich meine, wie alt waren wir da? Da war ich, glaube ich, 15. Pass auf. Das war kurz vor meiner Polizeiausbildung, das weiß ich noch. Echt? Ja, ja. Ich bin danach nämlich irgendwann mit 16 bin ich zu meiner Polizeiausbildung gegangen. Ist das so viel später passiert, wie der Born to Kill 1? Ja, ja, bin ich mir ziemlich sicher. Ha, da stehe ich schon wieder. So voll im Dunkeln. Oh, richtig schlecht beleuchtet alles. Aber diesmal macht Harry da ein bisschen mehr. Im ersten Teil hat er fast gar nichts gemacht. Ja, stimmt. Und dieses hier, komm doch her. Clothesline vom Wrestling. Bam. Jetzt krieg ich hier voll auf die Fresse die ganze Zeit. Ich krieg die ganze Zeit auf die Fresse. Warum hab ich eigentlich so... Das ist ein Ellbogenschoner. Und schon wieder mein Fahrradhandschuh. Ja, man muss sagen, Wrestling war damals sehr, sehr gehypt. Ich hab's damals voll gefeiert. Immer noch eigentlich. Bam, der Highkick. Der war aber gar nicht schlecht, wirklich. Und Raven steckt es weg, so, als ob da nichts. Spuckt auf den Boden, bam, bam, macht den Fett. Wird aber auch schon ein bisschen als der Übercharakter hingestellt, gell? Das wollte Michi schon immer haben, den ja, Übercharakter. So, ich bin der Boss, so, ich muss das auch zeigen. So viel zu lang rausgezögert. Ich glaube, da steht, glaube ich, so an dem C wehgetan. Echt? Ja, du bist schon mit dem C so richtig auf den Boden draufgeknallt. Man kennt es nicht mal richtig, weil die Qualität so schlecht ist. Was ist das denn? Okay. Ja, wer ist jetzt hier wieder? Ich weiß gar nicht. Ah, das Slay. Das Slay wieder. Guck mal, die Kamera, siehst du, die Linse ist so richtig verdreht. Oh Gott. Die Frage ist, warum ist er dann nach oben? Warum wollte er nach oben abhauen? Warum geht er nicht einfach auf die Seite? Ja. Das Knie war richtig schlecht. Sinngemäß ist der Film nicht. Der Move war geil. Das ist geil. Und jetzt, das ist da geil. Da hab ich sogar richtig erwischt. Da hab ich erwischt, ja. Hat er gut weggesteckt. Und dann wieder, wie er sich jedes Mal fühlt. Und dann kommt auch wieder weiß zum Schlag erholen, der taucht wieder auf, kommt einfach. Vor allem das Lustige ist. Oh, du hast. Warte mal. Was? Mach kurz Pause.
Was war da? Das war ja, wir haben das ja gedreht und im Hintergrund sind voll viele Leute gewesen. Echt? Ja, warte, pass mal auf, das siehst du, wenn der herläuft. Hier, richtig verpixelt, aber beim Herlaufen siehst du eigentlich, wenn ich jetzt Play mache, im Hintergrund die Leute. Ach so. Da waren ja alle Leute zur Besichtigung der Burg und wir machen da so eine Scheiße. Aber die haben gesehen, dass wir ja filmen, aber trotzdem. Was ist das denn? Eine Schlagsalve. Da, guck! Da guck ja. Da wurde schon wieder reingezoomt. Da habe ich reingezoomt, dass man es nicht sieht, aber man sieht sie trotzdem. Das ist schon wieder der klassische Born-to-Kill-Move. Ja. Das ist vom ersten Teil. Bam! Aber warum laufe ich dann nach gerade weiter? Das ist so. Das macht gar keinen Sinn, normalerweise bleibe ich. Aber mir fehlen die Worte. Choreografie war nicht schlecht, ja. Ja, das war nicht. Es hat hier wenigstens einen leichten Zusammenhang, ja. Merkt man schon. Also nicht ganz so schlimm wie der erste Teil. Aber wieder am Wegrennen. Komplett außenrum gerannt. Also die Szene hängt jetzt auch wieder zusammen. Ich finde das echt gerade gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Wirklich. Jetzt kommt, glaube ich, ein krasser Move, das habe ich noch im Kopf. Pap. Ja, also, aber bei der Szene muss ich sagen, wir haben das so oft probiert und immer haben wir, das weiß ich noch ganz genau, als wir dann da runtergelaufen sind, ich habe jetzt im Rücken zu dir gestanden. Ja. Und dann bist du hinterhergelaufen und dann kam immer so, jetzt! Dann wusste ich, okay, jetzt musst du mich ja umdrehen. Das hat dann irgendjemand reingeschrieben, weil hätte ich, weißt du, sonst drehst du ja nicht um. Ach ja, aber mit eben Musik hinterlegt, hat man es dann eh nicht gehört. Ja, stimmt. Man hat aber trotzdem gesehen, dass es nicht. Aber an sich ist der Move gar nicht schlecht gewesen. Nicht. Natürlich wieder Raven Einschlag und knockt alles der aus. Der macht die ganze Zeit alle fertig. Klar, er auf der Flucht. Logisch, dass man nach oben wegläuft und nicht nach unten. Aber ist in den Filmen auch immer so, muss man sagen. Die hauen auch immer auf dem Dach ab. Ah, das Slay wieder. Auch mit den Fahrradhandschuhen. Haben wir uns halt zusammen nicht anders leisten können. Das stimmt. Damals broke nach der Schule. Das hast du genommen, was du kriegst? Ja, alles genommen. Und dann dieser überkrasse Ruf. Da wird er wieder als die Legende hingestellt. Oh mein Kasser Gott. Krasser Scheiß, Mann. So, nein, der sieht den natürlich und nicht. Und der hört ihn auch nicht, gar nichts. Der ist ausgerutscht. Wow. Raven hat mal eine kassiert. Wo geht's zu sowas? Und jetzt der Übermove. Das war so der Hollywood. Ja, Mann, das muss man kurz erklären. Da haben wir damals wirklich von. Da haben wir so irgendwie Stuntman-Dokus angeschaut. Mhm. Und da haben die in der Hose, also die haben die Hose ausgezogen, haben die Hand reingetan und Schuh drauf und dann das wirklich so in der Nase. So gemacht. Weil du hast viel bessere Kontrolle in der Hand, weißt du, als im Fuß. So haben wir das da auch gemacht. Und das sieht, finde ich, gar nicht so schlecht aus. Können wir uns das nochmal anschauen? Nochmal an. Also, das finde ich gar nicht schlecht gemacht gewesen. Nee, das finde ich echt gut. Und wenn du da drauf aufpasst, dann siehst du auch, glaube ich, wir haben, warte, ich zeig's dir gleich nochmal. Mhm. Jetzt hier beim Drehkick, bam! Und du siehst so ein bisschen, wie er Wasser rausspuckt. Ja. Wir haben nur so, dass es so ein bisschen kritischer aussieht, so ein bisschen Wasser. Aber wo die Leute mal herkommen, kommen aus dem letzten Loch irgendwo hergeklaut. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Ich auch nicht. Oh. Aber ich finde es cool, dass wir diesen Harry diesmal da mehr involviert haben. Ja, dass er da auch mehr macht. Ja. Ja, kleine Schlagkombo. So voll der schlechte Kart. Wusst du, wie es weitergeht? Dann lass mal überlegen. Ach, jetzt weiß ich, was kommt. Jetzt kommen die. Oh. Nee, jetzt passt mal. Stehe ich da. Ganz so. Oh Gott. Oh Gott, stimmt das wieder so? Dieser legendäre Moment. Und wie er so braun hinterlegt. Oh mein Gott. Alter Schwede. Aber ey, stimmt, das weiß ich noch genau. Wir haben da extra einen Cut gemacht. Und du bist da wirklich so wirklich 5 Minuten hochgelaufen, dass du da ganz oben stehst, rumgekrabbelt. Und dann extra noch, jetzt kannst du aufnehmen. Einsatz gebracht, ja. Naja. Es geht weiter. Er ist wieder, natürlich instant ist er unten erschienen, weil er mich gesehen hat. Mit dem Stock und er wirft den mir noch hin. Aber was für ein Stock? Ast vom Baum. Aber die Szene finde ich geil. Ich finde die auch geil, ja. Die ist gut. Ja, die ist echt nicht schlecht. Der Cut war scheiße. Ja, das stimmt schon. Aber die Moves an sich. Das war, fand ich nicht schlecht. Ja, die Cuts waren natürlich mega mies. Jetzt rastet er aus und macht den Baumstiel oder den Ast kaputt. Ja, das war auch gut eigentlich. Ja, aber es war schon gut. Ja. Mit diese schlechten
Übergänge. Ich krieg den Schock einfach nicht mehr. Ich krieg den Schock einfach nicht mehr. Das ist so. Nein, das, oh Gott. Ist so. Was? So, warum? Warum machst du das? Alter, warum kommt der wieder von unten? Das ist halt. Bam! Das ist doch schon peinlich. Ja. Wobei, wie gesagt. Da bin ich ja. Die Szene an sich echt. Da ist er schon. Der wartet einfach auf mich. Oh mein Gott. Ah, da hast du dich auch, das weiß ich noch, da hast du dich auch ein bisschen verletzt, weil ich dich dann jetzt gleich runterwerf. Ah, okay. Ja. Ja, stimmt. Und ohne Rücksicht auf Verluste. Distanzien hat immer echt gemacht. Jetzt. Das ist auch eine coole Szene. Mhm. Das ist, finde ich, auch eine coole Szene. Ha, mit dem Staub, da haben wir auch gesagt, guck mal, der Staub wieder hochgeht, sieht voll geil aus. Weiß ich noch. Mhm. Pap. Da wieder als der Übermensch hingestellt. Warm. Zack! Nee, rasiert einfach alles. Der Move auch so völlig random, ja. Total schlecht die Backe weggefegt. Und so richtig schlecht gebart. Die Szene war halt schlecht. Ja, oh mein Gott, das was. Das war halt scheiße. Das war ja richtig schlecht. Der Flugrolle. Und da. Scheiße. Oh mein Gott. Nee. Da fehlen mir die Worte. Das war scheiße. Das ist jetzt cool. Jetzt weiß ich, was kommt. Ja, aber im Flug. Bam! Warum sollte man das tun? Ja, ich weiß auch nicht. Aber es sah geil aus. Das ist eine geile Szene. Die haben wir auch übel oft gedreht. Ja. Das weiß ich noch. Pap, der Aikido-Move. Aikido-Kampfkunst, falls das einer noch nicht kennt. Das war jetzt aber auch mies. Und warum? Und jetzt rennen sie wieder weg. Jetzt zum Schluss haben wir der richtige Special Effect. Ist er da weg auf einmal. Die Fortsetzung gab es tatsächlich nie von Born to Kill. Die Darsteller. Die Darsteller, wir haben es nur abspannen. Ach du Scheiße. Das Ganze ging tatsächlich von fast 9 Minuten. Musik sogar, Linkin Park mal wieder. Ja, also, Fortsetzung davon gab es nicht. Müssen wir mal wieder eine machen. Hm? Vielleicht, ja. An sich schon leicht besser als der erste Teil von den Kampfszenen. Also, an sich wieder eigentlich gleiches Feedback wie beim ersten Teil, finde ich. Ja. Kampfszenen war unter anderem sehr gut. Also teilweise für unser Alter und für das, was wir da gemacht haben. Aber Zusammenhang natürlich wieder mies und Quali schlecht und die Übergänge, die finde ich so schlimm. Das ist so richtig. Das war mit Windows Movie Maker oder so gemacht. Das war mit Windows Movie Maker, echt? Ja. Da war ich voll stolz drauf. Ja. Oh, und dann machen wir hier Slow Motion rein. Oh ja, das ist richtig geil. Damals hat man sich das so als 14-, 15-Jähriger angeschaut. Man war so richtig stolz drauf. So, oh, geil, das gehört uns, das ist unser Ding und so. Mhm. War schon cool und so. Ich finde es auch, why not, ja, kann man gern machen und. Wir haben ja echt auch Arbeit reingesteckt und letztendlich hat man das ja mittlerweile so hier YouTube-Klicks, Werbung, dies, das. Damals, man hat es einfach so gemacht, wenn man Bock drauf hatte. Muss man dazu sagen, ich bin jemand, ich mache immer noch Videos, weil ich Bock drauf habe. Natürlich verdient man nebenbei ein bisschen Geld damit. Ist auch vollkommen legitim, finde ich. YouTuber sollen damit ihr Geld finden, ist das ja auch irgendwie ein Beruf. Aber es verliert an Authentischkeit. Authentischkeit? Das ist ein Vergiss, das gibt's gar nicht. Authentizität. Bruh. Das ist ein Donker-Fan. Google mir gleich. Frische Wurzeln, das ist es völlig legitim. Ja, man ist einfach nicht mehr real, wenn man sich irgendwie verstellt und einfach nur Videos macht, um Klicks zu bekommen oder halt um Kohle zu machen. Ist mal ganz okay, ein Clickbait zu machen, macht jeder mal. Aber letztendlich sollte man Videos machen, ja, ich auch. Letztendlich sollte man aber auch Videos machen, die wirklich einem Bock machen, wo Spaß machen. Und ich glaube, das merken auch die Zuschauer. Und damals so, das war einfach nur pur. Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, es gibt eine Fortsetzung. Nee. Doch, auf der Baustelle. Es gibt dann auf der Baustelle, dann am Skaterplatz, auf den Traktor hinten drauf. Echt? Ja. Aber es ist nicht zu Ende gedreht worden. Nein, ja, nee. Stimmt. Das ja. Ist, ja. Stimmt, da, ja, ja, dann haben wir angefangen und dann haben wir nicht mehr weiter gedreht, stimmt. Aber ich gemerkt, dass das eigentlich totale Scheiße ist. Nee, ich glaube, die hatten einfach keine Zeit mehr oder keinen Bock mehr oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, letztendlich, wie gesagt, Fazit. Hat einfach Spaß gemacht und
Sagt doch mal eure Meinung dazu. Gibt es Dinge, die ihr vielleicht in der Vergangenheit getan habt als Jugendliche oder so, wo ihr sagt, hey, ich bräuchte es eigentlich nicht, war trotzdem coole Zeit, wo ihr vielleicht im Nachhinein ein bisschen schmunzeltet, so wie wir. Kommentiert es doch gerne in den Kommentaren. Wenn ihr mehr von meinem Bruder vielleicht auch sehen wollt, mal in den Videos, kommentiert es auch gerne in den Kommentaren. Folgt uns doch bitte auf Instagram, das ist anders geht's nicht. Also wir kommen sonst nicht weiter. Wir brauchen den Support. Wir brauchen den Support. Fame, ist ganz, ganz wichtig, bitte. Spaß. Okay. Aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Das war Sebastian und mich als Molik. Haut rein. Au!